so wie es ist, ist Liebe. Und das ist auch eine gute Idee. Es ist, als schläfst du an meiner Schulter ein, es braucht alle meine Energie. Ruhig zu bleiben mit dir und den Gedanken, du fühlst dich wohl bei mir, es braucht alle meine Kraft. So ein Zuhause auf Verdacht. Und ich krieg Fieber. Bist du weg, dann geht es wieder. Es wird Akrobatik jetzt und hier. Leben zu bleiben mit dir. Heute waren so viele Kranke in der Bahn. Dabei weiß ich, was man dagegen machen kann. Mit dir geht wieder einer weg. Und unten links bei mir statt links jetzt rechts und dabei lächle ich und tick dich ehrlich an. Na, ich schätz mal, dass man nichts erzwingen kann. So wie es ist, ist Liebe. Und es ist auch die beste Idee. Es fast, als schliefst du auf meinem Sofa ein. Es braucht alle meine Energie. Einfach ruhig zu sein. Mit der Aussicht, du schläfst hier am Tag bei mir ein. Ist schon wieder eine Faust. Ich weiß, dass du mir es nicht glaubst, aber ich will dich eigentlich umarmen. Ich schätze mal, dass man nicht so zwingen kann. Ich will, dass niemand mehr einfach rausfallen kann. Niemand mehr einsam oder arm. Jede Art Karriere ist mir irgendwie peinlich und bessere Menschen heilen. Das nächste Lied heißt Beluga und das ist eine Szene, ja, die so ein bisschen Liebe im Kapitalismus vielleicht beschreibt oder den Versuch von Liebe. Eigentlich sind es mehrere Szenen, aber ihr könnt ja jetzt mal zuhören. Thank you.
wirklich gesagt. Er ist in Ruhe, sein Kino, seine Beete, spricht von Yoga. Hört nicht auf, entspannt zu grinsen, der und seine Bio-Beluga-Linsen. Mir verschließt sich nicht nur der Magen, jetzt soll ich auch noch was zum Konzept Liebe sagen. Er liest so stolz Bücher von Frauen und wird nur an neuen Märchen mitbauen von Gesundheit, Schönheit und Gesang. Er guckt, als wäre Gesang hier alles, was ich kann. Ich sammle mein Körper ein, er scheint nicht angebracht zu sein. Ich tröste meine Einzelteile, pack die ein und fahr nur weiter. Nachts durch mein Zuhause schreien, die mich mal geboren hat. Nachts durch mein Zuhause schreien, viel zu teuer. Immer noch nicht an mich bin. Nach 35 Jahren hoffen, hält sie sich immer noch alles offen. Das ist der allerbeste Grund, ein bisschen unverschämt zu leiden, ein bisschen doll zu übertreiben, sich ein bisschen blöde zu verknallen, immer wieder aus so einer Welt zu fallen, die keinen echten Häuser trägt, viel zu viel mit Bildern. Das ist mein allerschönster Fund. So Gesichter von Freunden, die ganz ruhig erzählen, was sie gerade wirklich fühlen. Als wenn man sie fragt und macht in Ruhe eure Beete, macht Yoga und hört nie auf, entspannt zu grinsen, ihr habt doch eure Bio-Beluga-Linsen. Hat die das gerade wirklich gemacht? Alter mit ihrem Marktwert macht, als hätte die nicht gerade daran gedacht, was der Marktwert mit ihrem Alter macht, als hätte die nicht gerade gelacht, als der miese Typ den miesen Witz gemacht hat. Ich trete auf unsere Marktanteile, schieß die weg und fahr ne Weile nachts durch. Mein Zuhause steil, keine Ahnung von mir.
zu leihen, ein bisschen doll zu übertreiben, sich ein bisschen blöde zu verknallen, immer wieder aus so einer Welt zu fallen, die keine echten Häuser trägt, viel zu viel mit Bildern. Erzählen, was sie gerade wirklich fühlen. Das nächste Stück heißt Heute nicht. Und es geht um dieses Heute nicht-Gefühl. Thank you.
danke auf jeden Fall an Deutschlandfunk Kultur für die Einladung, hier bei In Konzert zu spielen. Genau, es ist so irgendwie so eine richtige Ehre. Also man kann es wirklich fühlen, dass es hier um alles geht. Jetzt das Hochhauslied. Ganz oben zu Haus, wo so viele von uns wohnen. Ganz oben kommen wir schwer wieder raus. Denn hier kommt kaum was rein. Zu sein.
besänftige den Alten. Mir geht es so wie uns allen. Niemals Rente und schon Falten. Bleib heut mal nicht zu Haus. Denn ich hatte eine Idee, eine gute und praktikable Idee. Ja, natürlich tut die weh. Aber vielleicht war es doch nur Jugend. Alte und zu philosophisch. Ja, das nächste Stück heißt Ein Freund. Ich bin ein Raubtier. Ich kann mich selbst regieren. Ich bin alt genug, groß und stabil. Ich bin ein Fadenschein. Ich bin klein und so kalt wie ein Stein. Weggekickt mit einem Stiefel und ich weiß nicht von wem. Doch ich nehme mal an, es war mit Sicherheit ein Mann. Wenn du klug wärst, ein Freund, würdest du bemerken, leise nebenbei, komm, lass die Fragen, Kathi, komm, lass doch die ganze Wühlerei. Es gibt wirklich niemanden, der hier irgendetwas weiß, erzähl mir doch lieber noch. So ein Traum. Ich bin ein Raubtier, ich kann allein vor die Tür. Ich bin alt genug, groß und stabil. Ich weiß es nicht wahr, aber du hast gefragt und ich wünschte, wir könnten ausgelassen sein. Ich bin ein Fadenschein, ich bin klein und so alt wie ein Stein. Weggekickt mit einem Stiefel und ich weiß nicht von wem. Kein Mensch, ein System. Sondern wohin bist du gefallen?
Lichtzettel und Band live in Konzert im Deutschlandfunk Kultur. Ja, jetzt ein paar ambivalente Gefühle für weibliche Verwandte. Thank you.
Ich will gar nichts sagen, sie einfach nur umarmen, doch das kann sie nicht so lang. Mach ich nicht, ich mach das nicht, Frau. Nicht, ich mach das nicht, Frau. Ich will ihr gar nichts sagen, sie einfach nur umarmen, doch das kann sie nicht so lang. Von den weiblichen Verwandten jetzt zu den männlichen Verwandten. Und danach in die Gegenwart. Versprochen. Ja, jetzt aber erstmal nach Vater. Es kaum glauben, wie
jetzt hier sitzen, samstags bei dir am Tisch. Kaffee und Kuchen, zwischendrin in alten Ordnern nach deiner Liebe suchen. Meistens scheint die Sonne gut, manchmal lachen wir und schlappen. So friedlich war es, doch noch nie bei dir zu Haus. Jetzt mal in den Arm, und zwar so lange, bis ich es nicht mehr brauch. Ja, im nächsten Lied geht es um die elendigen Grenzen, die es zwischen Menschen leider gibt und die man manchmal so gerne so auflösen würde. Zwei.
Höhlenfinken starre an Leute für sich und Altersvorsorge, von denen ich mir Regenschirme ausborge. Und vielleicht haben sie recht, nur das ist wahr, aber ich bin noch hier und der Krümel noch da. Mein Kuchen krüme an deinem Gesicht. Ich wünschte, die Grenzen gäbe es nicht. Die Grenzen von meinem Leben entstehen. Die Grenzen von nicht naiv sein. Der Kuchen krüme bleibt in deinem Gesicht. Jetzt wünschte ich, ich säß hier nicht. Uns bleibt grad mal so Sprache und die oft leer. Und das alles hier ist gleich nicht mehr. Und ich will immer schweigen, als wär ich ganz nah. Ja, ich weiß, das ist unzumutbar. Das ist unzumutbar. Jetzt kommt mal sowas richtig Entspanntes, nämlich einfach ein ganz normales, fast ganz normales Liebeslied. Thank you.
ich kann dich gut atmen sehen und es fließt Blut in deinen Adern und Venen. Ich kann deine Worte verstehen, denn ich kann dir ihre Bedeutung ansehen. Du bist ja Vielleicht hat ja jemand Lust, kurz mal anzusagen, wo wir hier sind und wer wir sind. Juliane. Wir sind nicht Seattle bei Live in Concert, in Concert beim Deutschlandfunk Kultur. Kultur. Vielen Dank für Sehr die Einladung. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß mit dem nächsten Song, der da heißt. Die Idee. Es wäre doch eh nichts mit uns.
geworden. Mag ich doch was mit seinen Armen oder war das nur, weil der so gelacht hat? Das kann man ja wirklich keinem sagen, was ich schon wieder gleich gedacht habe. Warum bin ich dann seit Stunden? Thank you.
warum liege ich auf dem Bauch und auf Linoleum? Ich lass es laufen, es geht nur so rum, es geht nicht anders, es geht nur raus. Ja, dann kommt jetzt schon das letzte Stück. Und vielleicht habt ihr den Bogen bemerkt, den ich gespannt habe, denn das endet jetzt sozusagen das Konzert mit Verbindung und das fing an mit Einsamkeit, also so wie es sein muss. Ja, genau. Thank you.
Es brennt unter den Worten, von denen es mündlich wenig gibt.